Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ich befinde mich gerade hier in der Westbury Rocks. Rede ich gerade wieder? West Roxbury Station. So heißt es. Andersrum. Ich begebe mich jetzt hier auf in einem Bereich, weil ich habe hier was entdeckt, was ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Robotics Pioneer Park. Habe ich noch nie gehört. Muss ich unbedingt erkunden. Das heißt, ich werde mich jetzt in diese Richtung bewegen und werde aber vorher zum Pier der Küstenwache gehen. Also, auf geht's. Hier ist das Kaufhaus Fallen. Da ist was drin, da ist auch was drin. Und hier, komm. Da ist auch was drin. Okay. Genau, Kaufhaus Fallen. Da haben wir eine Brücke. Das werde ich wahrscheinlich jetzt gleich erkunden. Jemand da? Fallen's Department Store. Ah. Na klar, das nehmen wir doch gleich alles schön brav mit. Nix gewesen. Ich was höre. Okay, hier ist nichts. Das ist oben auf dem. Das müsste halt oben auf dem. Entweder auf dem. Ja, auch schnell auf dem Dach. Da werden. Ah ja, ich bin ja bei Fallen nicht über die. Bin ja nicht aufs Dach gegangen. Und da oben sind ja auch noch ein paar nette kleine Supermutanten. Obwohl, bevor wir. Eine Sache habe ich. Sollte ich vielleicht doch noch, bevor ich jetzt hier komplett verschwinde. Bevor ich hier komme. Milton General Hospital. Das lädt ja gerade so richtig schön ein. Moment. Nein. Oh, Kakerlake durch die Luft geflogen. Genau, hier geht's raus. Aha, und das ist offensichtlich eine Einladung mit vielen Fallen. Vorsichtig sein. Aha. Ah, ja. So, jetzt hat. Bevor ich da durchgehe. Hier ist Strahlung. Okay. Ich habe right away
Jetzt schon etwas weniger. Okay. Nehmen wir es gleich, das right away. Nehmen wir gleich zwei. Dann haben wir es immer auf der sicheren Seite. Ein kleines Stimpäckchen. Und los geht's. Halt, stopp. Hier muss ich lang. Wo mich das jetzt wieder hinführt, keine Ahnung. Da geht's nicht weiter. Hier ist keine Falle. Auf jeden Fall irgendwo ist... Ah, hier habe ich die Falle ausgelöst. Okay. Da hat es aber jemand gut gemeint mit ein paar. Okay. Ein Weihnachtsbaum und ein paar Camps. Ist in Ordnung. So, das, sowas lobe ich mir. Sowas lobe ich mir. Und als... Okay, ja. Die werden alle erledigt. Als Belohnung winkt schon mal das hier. Okay, alles klar. Weiter geht's. Hier bin ich ja schon durch. Okay. Dachte, das wär's. Hier ist es dunkel. Trotz meiner Lampe. Genau, weil hier ist eine Falle. Der Raketenwerfer gehört mir. Ah ja. Nee, hier ist nichts. Der hat die Falle ausgelöst. Ach, die Kakerlake hat die Falle ausgelöst. Das war das. Genau. Genau, das war das, wo ich hier links gehen konnte. Wo auf der anderen Seite... Ah, da geht's höher. Aber erstmal will ich schauen, was hier hinten noch ist. Ah, da geht's von an. Okay. Dann können wir jetzt in die nächste, auf die nächste Ebene gehen. Also offensichtlich ist dieses Parkhaus komplett mit Fallen bestückt worden.
Ein kleiner Parcours. Keine Ahnung, was mich da oben erwartet. Gule. Also Gule sind zu heftig. Die sind zu heftig. Verdammt, verdammt. So, jetzt hat. Für normale Ghule langt mir die eine Waffe, aber ich glaube, ich werde die jetzt dann doch eher jetzt mit benutzen, weil die Plasmawaffe, die ich ja beim letzten Mal gefunden habe, die ist ja wow. Die ist ja richtig geil. Die hat ja jetzt halt mit dem hier, mit dem verwesenen Leuchtenden, ja, den Boden aufgewischt. So, tun wir die Waffe wieder weg. Gehen wir jetzt noch ein Stück höher. Offensichtlich noch mehrere Fallen. Ist anscheinend noch nicht beendet. Da sind schöne Tesla-Spulen. Moment. Hier haben wir noch eine Tesla-Spule. Hier haben wir noch eine Tesla-Spule. Sonst keine mehr? Nee. Ah, hier ist noch. Hier ist noch was. Den habe ich schon. Den habe ich auch schon. Da. Genau. Ah, hier ist hier oben, aber man muss jetzt mal am Boden schauen. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Da. Und hier. Ah, da ist aber. Genau. Zwei Nuka-Cola. Wollen wir nicht vergessen. Jetzt müssen wir weiter schauen. Eine Falle habe ich ja. Okay. Eins, zwei oder drei. Aha. Sehr interessant. Schauen wir uns mal hier. Das Geräusch da. Was das sein? Ah ja, jetzt bin ich offensichtlich. Ah, hier geht's auf jeden Fall. Ohren mir wieder. Was? Wer da sein? Ah, ich bin auf dem Dach. Und da ist ein Supermutant. Hier oben ist anscheinend, da haben sie sich einen gemütlichen Diner eingerichtet oder sowas. Ist das nett?
Sowas finde ich immer wieder ganz witzig. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Ein Fusionskern. Falls Department Store. Ich will ja nicht nach Falls wieder rein. Das hat mir gelangt beim letzten Mal. Aber ich glaube, mit dieser Waffe hier wäre... ich glaube, jetzt habe ich meine... Wahrscheinlich meine Hauptwaffe. Die feuert schnell und macht einen verdammt guten Schaden. So. Diesen Kriegsfürsten da habe ich ja selbst... Halt, stopp. Nein, 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 nein. Ich muss ja noch weiter runter. Ich habe ja noch 1, 2 oder 3. Habe ich ja noch abzuarbeiten. Ich will wissen, was, wo mich das hinführt. Also, fangen wir mal mit der 3 an. Zwei Waffen, okay. Also hier war auf jeden Fall... Hey, der schlägt ja aus. Außer die... Ja, die ist direkt... Der Zugausdruck ist direkt hinter der Tür. Aber sonst ist jetzt eher hier nichts. Und das gleiche gilt jetzt hier. Da ist auch der Zugausdruck, also die Tür ist... Und hier liegt ein Raider. Wahrscheinlich wurde er von den Ghoulen erledigt. Noch eine Falle. Hier liegt eine provisorische Bombe. Eine Falle. Okay. Hier geht es auf jeden Fall aufs Dach. Hä, was bist du denn? Ah, da geht's direkt ins Milton. Ah ja, das ist jetzt halt... Ne, daran kann ich... Das dachte ich, dass es ein Stromkreisunterbrecher ist. Ha, okay. Müssen wir wieder runter. Auf geht's, die restlichen Fallen deaktivieren oder auslösen. Aha, Moment, Moment, stopp. Das hier löst anscheinend die Bombe aus. Genau. Und das hier löst den anderen aus. Das öffnet die Tür und macht den hier. Ah ja. Spielt ja überhaupt keine Rolle. Ist vollkommen egal. Aber das war's. Okay. Das Ziel ist erreicht.
Okay, es war im Endeffekt nichts weiter als ein kleiner. Ein kleiner Zwischengang, nennen wir es mal so. Jetzt will ich aber noch schnell das Milton durcharbeiten und dann gehe ich weiter. Ja, ich lasse mich immer wieder aufhalten, Leute. Es ist immer das Gleiche. Ich habe einen Plan und der geht schief. Unglaublich. Unglaublich. Mit Sicherheit wieder Supermutanten. Nicht identifiziert. Nein, Synths. Entdeckt. Beginne Suche. Hier sind Synths. Durch jemand Schmutziges mit schlechtem Bereich nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Ja, genau. Dachte ich mir schon, doch nichts hier. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Ja. Stelle mich an. Heute mein erstes Schloss und ich stelle mich wieder so saudämlich an. Scanne nach Feinden. Hier aber auf jeden Fall eine Werkbank, das heißt, ich muss hier jetzt nichts mehr scrappen. Zurück zum Alltagstrott. Das heißt, ich kann jetzt hier alles super, super mitnehmen. Gesamten Schrott lagern. Dann scrappen. Und alles wieder nehmen. Sehr gut. Dann kann ich jetzt hier wunderbar durchrauschen. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffene Bürger haben nichts zu befürchten. Alles sauber. Garstige Plage. Gut, dass das erledigt ist. Entschuldigung. Dürfen Sie das Zimmer verlassen? Ah ja, die Hände. Als wüsste ich, was zu tun ist. Es sind kein. Bereitschaft einstellen, feindliches Ziel entdecken. Bleiben Sie. Das sind die. Ich schau jetzt mal da drüben nach. Ich bin's nur, der kleine Mr. Handy. Kein Grund, sich zu fürchten. So. Dieser Bereich ist sauber. Setze Protokoll fort. Entschuldigung, dürfen Sie das Zimmer verlassen? Na gut, dann gehen wir weiter. Machen wir das jetzt mit normalen Waffen, die Plasmawaffen. Ihr Fluchtversuch macht alles nur noch schlimmer. Ich habe genug Munition, aber die Plasmawaffe will ich ja nur für andere Kämpfe aufbewahren. Aber ich sollte sie dann wahrscheinlich umbenennen und ein bisschen, nicht modifizieren, modifiziert ist sie ja schon, sondern ein bisschen umbenennen. Jetzt. Hä? Da war doch irgendwas. Ah, Munitionsbehälter. Ein Level up. Immer alles mit. Right away. Können wir hier alles gleich so schön mitnehmen. Das passt. Dann rauschen wir mal durch. Okay. Dachte ich mir schon. Doch nichts hier. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Danke fürs Gespräch.
zurück zum Alltagstrott. Der ist über mir. Nö. Na gut, dann gehen wir weiter. So. Nach oben. Dann gehen wir als erstes zu der Werkbank. Ich schütze und diene. Der tut nichts. Jemand schmutziges schlechte Mut. Hier ist ganz geplant. Gut, dass das erledigt ist. Okay. Ich bin's nur, der kleine Mr. Handy. Kein Grund, sich zu fürchten. Doch einfach ich der Roboter schütze und diene. Nähern Sie sich und geben Sie sich näher. Nein, erkennen Sie bitte sich rechtschaffenen Bürgern. Wir du kein Kenner. Rechtschaffenen Bürgern. Was ist, wenn ich was gefunden hätte? Okay. So, auf geht's. Nicht identifizierter Eindringling. Ah, da ist ein Aufzug. Und hier ist der Eingangsbereich. Oder? Ja, genau, hier komme ich wieder raus. Bleiben Sie bitte stehen. Gott. Oh, ja. Der arme Mr. Handy, der kann doch auch nichts dafür. Erkennen, Eindringling. Bin ich wieder überladen? Anscheinend. Dann ist schon egal, wie ich das mache, wenn ich wieder komplett überladen bin. Dachte ich mir schon. Doch nichts hier. So. Dann kann ich hier auch. Müll, Müll, Müll. Also, Toiletten. Hä? Ah, zu anderen. Gut, ist in Ordnung. Nee, da komme ich nicht weiter. Okay, los geht's. Weiter. Machen wir die nächste Runde. Raus. So, bevor ich jetzt irgendwas mache. Also, ich habe ja jetzt hier die Laser. Das mit unbegrenztem Nahkampf. Dann habe ich die Nahkampf, das ist die hier, Scharfschützengewehr und mein Sturmgewehr. Alle sind recht ordentlich. Aber die hier ist meine beste Waffe bis jetzt. Die legen wir auf 6. Genau, damit ich sie nicht. Oben und unten. Scanne nach Feinden. Zurück zum Alltagstrott. Zurück zum Alltagstrott. Damit ich sie. Nach unten. So, jetzt schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet, damit ich die Waffe gleich wieder erreichen kann. Uhr. Da unten. Okay, der ist freundlich. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffene Bürger haben nichts zu. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe.
Entschuldigung. Dürfen Sie das Zimmer verlassen? Dürfen Sie das Zimmer verlassen? Der Gerechtigkeit wird schnell und der Genüge getan werden. Als das letzte Mal da drüben war. Okay, also die Handypfleger greifen mich automatisch an und dann werden die anderen Protektrons auch. Genau, als ob's hier eine Katze geben würde. Greife feindliches Ziel an. Okay, hier ist dann nichts weiter. Ah doch, hier. Ich bin's nur, der kleine Mr. Handy. Kein Grund, sich zu fürchten. Waffen nieder und stellen Sie sich den Behörden. Nuka-Cola Quantum? So, das doch einfach, das doch einfach der Roboter erledigen. Genau. Nein, da haben wir noch. Hier haben wir. Gibt's auch noch was? Gehen Sie in Deckung, bis die Gefahr. Nämlich. Doch, muss jemand Schmutziges mit schlechtem Ruf, würde mich nicht wundern. Hier haben wir noch ein Schloss. Geschafft. Ein Safe. Das wär's. Okay, dann geht's jetzt weiter. Also, das ist ja extrem verwinkelt. Wie lange dauert denn das noch, bis ich da durch bin? So. Zurück zum Alltagstrott. Weiter Stopp. Diese Einheit ist nicht an den Hippokratischen Eid gebunden. Bleiben Sie bitte stehen. Fürchten Sie sich nicht. Die Ordnung wird in Kürze wiederhergestellt. Jetzt bin ich wieder ganz oben, aber in einem anderen Bereich. Cool. Moment. Ah, stopp, hier ist eine Vase. Da geht's wieder runter. Da muss ich vorsichtig sein. Dann darf ich den ganzen Mist wieder machen. Ich nenne es mal den ganzen Mist. Damit ich nicht wieder. Da muss ich wieder runter. Da muss ich wieder rüber. Nee. Vorsichtig. Aber anscheinend werde ich dann am Ende wieder runterspringen müssen. Halt, hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja. Rechtschaffene Bürger sollten den Bereich bitte verlassen. Ja, muss ich. Es gibt hier sonst keinen anderen Weg. Na gut. Eine rechtmäßige Anwendung tödlicher Gewalt läuft. Bürger wird geraten, den Bereich zu verlassen. Ja, hier war ich ja schon. Aber das sollte es dann am Ende auch gewesen sein mit dem, oder? Ja, gilt als abgeschlossen.
Na gut. Ich dachte, es gibt hier noch ein Comic-Magazin. In jedem Krankenhaus. Egal. So. Egal. Jetzt bin ich meinem Ziel kein Stück näher gekommen. Sogar, ich bin zurückgegangen. Ja, und jetzt werde ich noch weiter zurückkehren, denn ich muss mich erst entleeren. Ja, das kommt davon, weil man sich wieder ablenken lässt. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich noch nur zu gut. Jetzt suche ich noch mich schnell entleeren und dann werde ich mich noch ein bisschen in die richtige Richtung bewegen. Noch schnell. Ich habe ja wenigstens mein... Das werde ich aber wieder, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Ich werde da einfach die... Na, was jetzt? Ich werde mich da einfach in meinem Schrank der schnell entleeren und dabei zu anderen Zeiten das Ganze machen. In meiner Stadt habe ich jetzt noch nichts Großartiges verändert. Ich bin auch am Überlegen, wie ich meine Wand baue. Wie ich meine, ob ich die mit Beton baue. Da bin ich, wie gesagt, gerade noch ein bisschen am Rumprobieren. Ich bin auch dabei auf der Suche nach einer geeigneten Mod. Wenn ihr eine Mod habt, die auch vernünftige Wände baut, schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre super. Ansonsten müsste ich... Weil sonst muss ich ja die Zäune aufeinander stellen. Die Wände meine ich. So, jetzt bin ich hier. Das können wir auf jeden Fall hier gleich machen. Zack. Ah ja, stopp. Eine Sache sollte ich vielleicht gleich erledigen. Meine Waffe. So. Und zwar umbenennen in Minus und ein Plasma. Dann ist die auf jeden Fall mit ganz oben, dann kann nichts passieren. Dann Transfer, die Waffen. Gut, dann haben wir das. Das habe ich, müsste ich dann langsam auch mal machen. Ich muss mir endlich mal auch aus meinem Portfolio, was ich da habe, muss ich mal auch mal eine geeignete Kleidung raussuchen. Zurück zu Kaufhaus voll. Müsste nämlich mal auch mal geeignete Rüstungen raussuchen und die dann auch eventuell modifizieren und dann beschriften. Also umbenennen. Das müsste ich auch mal machen. Ja, noch laufe ich mit meinem Vault-Anzug rum. Hey Leute, ich könnte ja anfangen, endlich bei der Railroad, dass ich diese ballistische Rüstung mir hole. Genau. Das sollte ich, muss ich auch noch machen. Und da komme ich ja auch an viele Orte, wo ich ja sonst, was ja auch dann verschlossen ist. Was ich auch gesagt habe, da komme ich dann später nochmal hin und so weiter. Hat ja vieles mit der Railroad ja auch zu tun. Es ist Nacht. Und wir begeben uns jetzt halt langsam in diese richtige Richtung. Genau, ich habe gesagt, zum Pier der Küstenwache, dann rüber zu Robotics Pioneer Park, aber das... Die scheinen friedlich zu sein, dann bin ich auch friedlich, also los geht's.
Genau. Haben das Gebiet unter Kontrolle. Minutemen sind hier gespawnt. So, also auf geht's. Pier der Küstenwache. In der Nacht. Gehen wir durch die Nacht. Was bist du? Ein Supermutanten-Selbstmörder. Den erledigen wir doch gleich. Was wird da sein? Ah, da kommt ja was. Ein schönes Tier. Ja, weil ihr uns herausfordert, Idiot. Ah, der versteckt sich. Na gut, dann... Du willst es nicht anders? Leiden, leiden und bluten! Ja! West Roxbury Station Terminal. Okay. Entsperren, habe ich gesagt. Ein Treffer. Hä? Na also. Ah, da ist nur die Scheinwerfersteuerung. Okay, die können wir lassen. So, wo ist mein... Genau, weil der hat nämlich eine wunderschöne Mini-Atombombe. Schauen wir uns noch ein bisschen... Ah, hier ist dann eher dann nichts. Ihre berühmten Beutel, die will ich natürlich nicht. So, jetzt ist er schon da, der Pier der Küstenwache. Was bist du? Fischereitouren-Yachthafen. Okay, das ist ja ein Settlement. Halt, stopp. Hi. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber verschwinde lieber, bevor ich durchdreh und dich abknall. Hoppla, ganz ruhig. Ich will nur reden. Klar, du bist aus dem Commonwealth reinspaziert, um mit Zins zu reden. Was ist ein Zünd? Kommst du nicht aus der Gegend? Oder bist du einfach nur strohdoof? Strohdoof. Diese Leute, ich sag nicht, wie sie heißen, falls das was aktiviert, aber sie ersetzen Menschen durch Maschinen. Statt Zahnrädern und Motoren bestehen sie aus Blut und Organen, die synthetisch sind. Jeder kann es sein. Und du bestimmt auch. Jeden Moment könnten sie ein Signal senden. Oder ich sehe orange. Oder irgendetwas anderes und... Bumm! Noch ein toter Dummkopf. Also, verschwindest du oder wartest du, bis ich dich töten muss? Dahinter muss mehr stecken. Was lässt dich denn glauben, dass du ein Zünd bist? Du gehst ein Risiko ein, hier mit mir zu reden. Aber wenn du danach gehst... Mein Enkel Samuel und ich waren allein, seit meine Tochter gestorben war. Wir sind auf einem Hof untergekommen. Nicht leicht für mich, aber wir hatten zu essen. Eines Nachts hatte ich Wache. Ich sitze mit einer Waffe auf den Knien.
schaue über den Hügel und dann bin ich wohl eingeschlafen. Mehr weiß ich nicht. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist ein Schuss, der mich aufweckt. Und Samuel liegt vor mir und überall ist Blut. War noch jemand da? Könnten es Raider gewesen sein? Nein. Als sie den Schuss hörten, kamen alle rausgerannt. Aber niemand sah außer mir und Samuel noch jemanden. In einer Sekunde war er da und in der nächsten fort. Diese kleinen Finger, die meine Hand gehalten haben. Es ist meine Schuld. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist. Meine Frau... Ich... wusste nicht. Ich hoffe, du findest ihn. Nur die Familie ist in dieser Welt noch was wert. Aber er war wohl nicht wirklich mein Enkel. Sie haben mir bestimmt die Erinnerungen eingepflanzt. Denn wer könnte sowas der eigenen Familie antun? Jetzt weißt du, warum ich hier bin und warum du gehen musst, bevor sie mich wieder töten lassen. Ich bin ein Sünd und man kann mir nicht vertrauen. Du bist kein Sünd. Das war nur ein Unfall. Selbst wenn du recht hast, was zählt das? Mir bleibt... Wir brauchen Leute für die Minutemen. Die Vergangenheit ändert es nicht. Aber vielleicht kannst du jemandem helfen. Du bittest mich um Hilfe? Obwohl du weißt, was ich getan habe? Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Also es... tut mir leid, dass ich dich mit der Waffe bedroht habe. Du hast wohl recht. Ich muss meinen Frieden mit dem machen, was geschehen ist. Ich kann nicht davor weglaufen. So, und jetzt gehört mir dieses Settlement ebenso. Genau, perfekt. Ah, cool. Sehr schön, ein weiteres Settlement, was in... Hey, das geht nicht, Leute. Was aber auch nicht geht, dass ich die Folge wird jetzt hier an dieser Stelle beendet. Ein weiteres Settlement gehört mir. Bin ich jetzt kurz vor Pier der Küstenwache. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. So Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, servus. Und bis zum nächsten Video.